Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Willkommen zurück zu Night of the Dead. Und wir sind ja eigentlich unterwegs wieder ein bisschen was zu holen, weil wir haben ja eigentlich alles hier schon gemacht, was wir machen wollten. Ich habe ein bisschen gebaut in der letzten Folge, die neue Falle und kam dazu hier der Kompressor. Und das Lustige ist, ihr seht gerade, es wurde schon einmal benutzt. Und zwar, wo ich hier einsortiert habe, denn habe ich ein paar Schritte gehört und dann kamen ein paar ganz geile, lustige Zombies auf mich zu. Und ich weiß gar nicht, warum ist denn meine Kamera gar nicht da? Jetzt muss ich mal kurz mal gucken. Wo ist denn meine Kamera hier? Hä? Und jetzt ist meine Kamera nicht da. Warum auch immer. Ah, okay. Ja, dann kommt sie halt ein bisschen später. Auch nicht schlecht. Jetzt ploppt die einfach auf und da ist sie. Ja, gut, kann ich auch nichts dafür. Gucken, jo, der klappt noch. Okay, gut, dann können wir weitermachen. Nee, da kommen ja, kamen ja ein paar, zwei so lustige hin und da dachte ich mal, probiere ich das mal aus und dieser Kompressor, Mist, ey. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze hier, die ganzen Zacken, die kommen einfach runter, ihr stampft und der Typ ist platt. Mist. Und ich hoffe einfach, dass das uns richtig hilft, wenn wir denn mal ordentlich unterwegs sind und mal ordentlich. Ach Mist, ich wollte eigentlich noch Essen mitnehmen. Ich komme hier immer nicht hoch, ne? Weil das ist ja eine richtig geile Sache eigentlich, ne? So, von Essen haben wir haben richtig viel Essen, ne? Also wir haben richtig viel eigentlich so, was wir so nehmen können. Ich will einfach mal die Hähnchen wegbraten, weil dann haben wir, ja, massig genug. So, dann haben wir das hier auch wieder eingefügt. Und das ist so eine kleine Sache. Und dann gehen wir einfach unsere Taschen auch füllen. Ne? Wir haben es zwar 16 Uhr, ne? Oder Stunde 16, wie auch immer man das betiteln mag. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ne? Jetzt war ich so ein bisschen, ich gerade überlegt, wo ich lang muss. Und deswegen war ich so ein bisschen abgelenkt gerade. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, weil, ja genau, hier musste ich lang. Immer Richtung Norden, da ist das erste Dorf. Und ich weiß gar nicht so von der Pfeile, wir haben ja nur einen Pfeil. Das heißt, wir müssen unterwegs noch ein bisschen, sag ich mal, uns Äste holen. Und vielleicht auch mal so einen Stein noch abhacken. Und da ist die Frage natürlich, wo haben wir Stein? Ich glaube, da oben rechts ist einer, so ein dunkler. Also hier auf jeden Fall nicht. Das ist auch nicht so einer. Wo haben wir denn so einen Stein? Oder wir gehen mal hinterm Friedhof. Da war ja so eine Straße voller Autos. Und da werden wir bestimmt ja auch noch so einen Stein finden. Gehe ich mal fest von aus. So. Ja, das eben. Das machen wir auch so. Oh Mann, ey, Sioni, ich weiß nicht, ob das jetzt deine beste Idee ist, die du überhaupt mal hattest, hier oben lang zu latschen. Vielleicht finde ich ja eine richtig geile Abkürzung. Oh, komm schon. Oh. Jo. Oh, Gott sei Dank, ey. Da war auf jeden Fall ein Hase, war da. Jetzt rennt er irgendwo da herin. Oh. Und jetzt hat der Hase verkackt. Ich wünschte mir, dass ich meinen Pfeil wieder kriegen könnte. Ja, aber Wünsche sind wohl nicht so in dieser Welt, in dieser harten, harten Welt nicht angebracht anscheinend. So. Wir werden auf jeden Fall updaten noch. Das auf jeden Fall. Wie kamen wir denn dahinter? Jetzt, wie war man letztes Mal gelatscht? Waren wir hier nicht einfach durchgelatscht? Ah, hier haben wir schon mal so einen schwarzen Brocken. Der ist schon mal gaut. Pups. Und da könnte wahrscheinlich auch noch einer sein. Ich sehe das noch nicht so richtig.
Wir waren ganz komisch irgendwie gelaufen. Das weiß ich noch aus. Das ist ja schon 2, 3 Folgen her. Ne, 2 Folgen. Ja. Da ging es irgendwie runter und da hatten wir auf jeden Fall ein Auto gehabt, wo wir Benzin liegen lassen mussten. Das die Straße? Mann, wo waren wir lang gelatscht? Ich wollte eigentlich hin. Es wäre auch viel cleverer, wenn wir so eine Markierung irgendwie denn bauen würden, ne? Verzweifelt. Das wäre auf jeden Fall besser, wenn wir das so hinkriegen würden. Ich weiß nicht mehr, wo das war so richtig. Alternative ist natürlich, dass wir wieder den Weg zurückgehen und dann unsere Fabrik da weitermachen. Da haben wir ja auch noch richtig, richtig viel zu tun. Und da wird auch noch eine Menge drin sein. Gehe ich mal fest davon aus. Oh, da war auch Schießpulver drin. Okay. Hier müssten wir eigentlich so gut runterkommen. Ja, ich sollte gucken, da ich auch nicht allzu weit eigentlich weglatsche. Aber ich bin so Erkundungsboy eigentlich. Der gerne irgendwie. Da, da ist es. Aha, da haben wir die gefunden. Das Gaut. Da ist ein Fuchs nur. Und das liegt tatsächlich noch da, ne? Schöner Mist, ey. Ja, dann nehmen wir uns mal das hier alles. Ich sollte gleich nochmal... Oh, da können wir auch noch lang. Und nochmal Pfeile herstellen. Falls wir, ja, irgendwie mit Feinde zu tun haben. Oder vielleicht noch ein Vogel kommt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich sehe ihn noch nicht. Schön wert. Ah, da ist er. Der fliegt ganz weit weg. Ach, shit. Aber in die Richtung wollen wir ja auch, ne? Also da hinten sind zwar noch viele Autos, aber ich weiß ja eh nicht, in welche Richtung das so irgendwie sinnvoll ist. Und warum der Fuchs da die ganze Zeit stand und eigentlich wenig, sehr wenig Angst hatte. Das weiß ich auch nicht. Man könnte auch so öfters eigentlich auf die Map gucken. Den sehen wir ungefähr, wo wir... Boah. Er kommt einfach immer, immer näher. Ne, auf der Map sehen wir ja, wo wir sind, ne, und wieso die Wege sind und wo wir herkommen und wo wir gehen sollten. Ich habe so immer so ein bisschen Angst, hier zum Beispiel. Dass hier welche sind, die nicht allzu cool sind. Ich würde doch gerne wissen, ob sie das eingeführt haben. Dass man, ob man mehr Schaden im Kopf macht, ne? Du bist aber ein dickes Kind, ne? Wollte schon sagen, ey. Holla die Waldfee, ey. Der hat aber gut was weggesnackt. An Material. Irgendwo habe ich doch hier daneben geschossen. Ah, man sieht nichts, okay. Aber wir können ja eh erstmal weiter. Das ist die Rückseite vom Friedhof? Ah, dann können wir ja einfach nächstes Mal durch den Friedhof gehen, oder nicht? Dann muss ich ja nicht diese komische Abkürzung nehmen, dann können wir ja einfach dann da durchlaufen. Lohnt sich ja mehr, ne? Den einen kleinen da oben, den werden wir noch wegnatzen, auf jeden Fall. Ach, die Bärbel, ey. Ey, da ist ja wieder... Warum ist denn der Friedhof wieder besetzt? Ich war doch hier schon drauf.
kommst du denn her? Du mistiges Weib, ey. Okay, Wand absuchen. Hinten stecken auf jeden Fall zwei Pfeile noch drinne. Ah, sonst seid ihr doch alle platt, oder nicht? Wand absuchen. Nichts in der Wand. Mhm, schade. Die Frage ist ja auch so, wenn ich alle auf der... Also ist keine Frage, ist eine persönliche Frage. Wenn ich alle auf der Karte jetzt hier so wegnatze, weil ich einfach mal so ein Typ bin, ne? Also respawn hier welche, oder... Alter, du bist... Ja, du bist ein richtig großer. Oh, Mist. Oh, hier ein Tagebucheintrag. Oder? Was ist? Ach nee. Ah, schade. Dachte, wäre hier so ein Bucheintrag. Ey, du hast dich einfach gebückt, ey, ne? Einfach drüber gescheatet, geschossen. So. Ah, hier ist so eine Kreuzung denn, okay? Wo? Ganz schön viel los hier, ey. Ja, ich dachte, du läufst noch einen Meter, ey. Du blöde Kuh, ey. Ah, von denen haben wir auf jeden Fall auch die Pfeile gekriegt. Ja, Gott sei Dank. Ey. Dann war es ja ganz gut, dass die sich jetzt aufgezwungen hat. Und meinte hier jetzt übelsten ja, zu markieren. Die gute. Mit ihren feinsten flanellblauen Hemd. Oder was auch immer das ist. Ja, nee, dann gehen wir hier erstmal wieder zurück. Weil dann gehen wir halt dann doch zur Fabrik. Weil das ist ja dann hier Umkreis vom Friedhof. Da können wir ja nichts verkehrt machen, wenn wir das jetzt hier noch alles nehmen. Dann hier die Enid natzen wir uns da um. Und dann gehen wir mal in eine Fabrik rein. 5 Stunden haben wir eigentlich noch so Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine Spielstunde, so 5 Minuten Real Life sind. Weiß ich noch nicht. Könnte ich mir fast schon so vorstellen. Oder so 3 Minuten eher so, ne? Das kommt ja fast mehr so hin. Und wenn wir in der Fabrik nicht richtig was haben, ne, dann weiß ich gar nicht. Ja, na. Oh. Ja, das ist kein Wunder, dass die so jetzt gelitten und geschrien hat, weil das war so deutlich zwischen der Beine. Das hätte ich persönlich auch nicht cool gefunden, wie an mir das passiert. Weil das einfach so ein bisschen auch widerlich ist, ne? Also das hätte ich normalerweise nicht gemacht. Ich bin abgeglitscht. Ich bin aber auch nicht der beste Schütze, ne? Also denn jeder Zufallskopftreffer ist auch gewollt. Zufällig. Und auch völlig hier. Völlig okay für mich. Oh, ich bin so gespannt. So, der Eingang war irgendwie hier so. Hey, guck mal, da kommt so ein Halbling, ne? Da unten. Oh. Wieder so ein Ausgehungerter da, ne? Okay. Komm schon. Oh, noch eine Speicherung dazwischen.
Okay. Der war jetzt nicht so doll. Das ging schon. Und das ist kein Pfeil. Jetzt wird es halt drastisch dunkel auf einmal, ne? Ach, Kisten übersehen. Guck einer, guck, ey. Keiner hat mir Bescheid gesagt. Ach, hier liegt der. Ich wollte schon sagen, wo liegt denn der Vogel? Ja, den einen Pilz, den können wir mal mitnehmen. Okay. Ja, komm jetzt. Komm jetzt. Du kleiner. Kleiner Fraggle. So. Da ist ja so ein angefressener noch. Ich weiß nicht, wenn ich auf so eine Tonne schießen sollte mal. Moin. Ja, wo ist der Ausgang, ne? Sioni, wo war der Ausgang? Wo ist der Typ? Boah! Cooler Move, Alter! Mach nochmal so einen Move, ey! Oh, der war schlecht, ey! In deine Eingeweide! Machst du nochmal sowas? Ja, komm schon. Ich weiß, du bist unzufrieden mit dir. Erstmal alle Pfeile gepickt, ey. Jo, ja, lass ihn jetzt da tot sein. Das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Aber erstmal die ganzen Pfeile. Können wir noch Pfeile herstellen? Oh yeah. Oh yeah, können wir. Gott sei Dank. Ja, dann machen wir mal hier die Reste drinne. Da nochmal so ein kleiner. Nee, bei 8 Pfeilen hört's auf. Alter, was denn da los, ey? Ah. Du Ausgehungerter. Okay. Danke. Boah. Also die beste Methode ist das jetzt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall die Methode, wo man am wenigsten Angst haben muss. Und die Tür wird immer mehr Blut durchtränkt, ey. Ist ja widerlich, ey. Besonders, da sind ja noch hier so ein paar in der Ecke. Alter, was bist du denn, ey? Ja. Alter, ey.
Alter Schwede, ne? Wo kam er denn her? So ein bisschen so. Der sah ganz komisch aus. So ein bisschen Blade-mäßig, ne? Vampir auf jeden Fall. Heftiger Typ, ey. Ja, jetzt können wir hier hinten uns mal umgucken. Oh. Erstes Kistchen. Ja, komm, du Brüllaffe, ey. Hinter uns kann ja jetzt nichts mehr kommen, ne? Die können wir leider nicht kaputt machen. Aber ich hoffe, den Rest alles, ey. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Scheint ein bisschen recht dunkel zu sein. Zumindest, wo ich hinleuchte, seht ihr. Mehr braucht ihr auch gar nicht sehen. Ist eben dunkle Zeiten. Oh, schön, 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 schön. Geil. Ja, das war Gaut, ey. Das hat mir gefallen. Ist hier auch noch was? Oh, ist hier auch noch was Schönes drin? Ey. Alter, was bist du denn für eine? Armwalking. Na, 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 Armwalking. Na, na, na. Mäuschen. Kontenance. Eck. Besser ist er. Oh! Na Gott sei Dank kriegst du mich nicht beim Aufheben, ey. Das war eine Blöder. Blöder, blöder. 20 ist es. Okay. Gut, alles klar. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und da hinten hole ich mir jetzt noch das Zeug. In der nächsten Folge. Und dann bin ich mal gespannt. Noch 4 Stunden. Ai, 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 ai. Bis zum nächsten Mal. Ciao.